Nachdem Luke in Episode 5 seine Hand und damit auch sein Lichtschwert verliert, ist er gezwungen, ein neues zu bauen. Aber wie hat er das getan und mit wessen Kristall? Viel Spaß! Hallo Star Wars Fans und willkommen zu den Todesstern News. Okay, ich sage gleich vorab, dieses Video ist zum größten Teil Kanon mit ein bisschen Legends reingemischt. Fangen wir an mit einer entfernten Szene aus Star Wars 6, die gar nicht mal so viel aussagt. Hier sieht man nur, dass Luke sein Lichtschwert gerade fertig baut und es aktiviert. Das einzige, was man hieraus entnehmen kann, ist, dass er das Lichtschwert selbst gebaut hat. Kommen wir zu einem kanonischen Comic. Er spielt nach Episode 4 und handelt davon, dass Luke nach Tatooine zurückkehrt. Dort findet er Obi-Wans Tagebuch in einer Truhe. Und ja, er hat Tagebuch geschrieben, aber bei einem so einsamen Leben macht das Sinn. In seinem Tagebuch hat er auch eine Anleitung geschrieben, wie man ein Lichtschwert baut. Außerdem, und das ist leider nicht kanonisch, lag in der Truhe auch der Kristall von Qui-Gons grünem Lichtschwert. Allerdings könnte das doch kanonisch sein. Denn es gibt eine kleine Actionfigur von Obi-Wan Kenobi, die ihn zwischen den Episoden 3 und 4 darstellt. Und an seinem Gürtel hängt doch glatt das Lichtschwert von Qui-Gon Jinn. Es ist auch ganz sicher seins, weil es so sogar auf der Website steht. Ob Luke diesen Kristall jedoch benutzt hat, weiß man leider nicht. Ich persönlich hoffe und glaube es aber schon, denn warum sollte Luke überall in der Galaxis einen suchen, wenn er schon einen hat? Ich fände es auf jeden Fall ziemlich cool, weil es die beiden Trilogien schön vereinen würde. Aber ja, so hat Luke sein zweites Lichtschwert konstruiert. Und falls ihr mein letztes Video noch nicht gesehen habt, ich habe in ein paar Tagen Ferien und kann dann viel mehr Videos machen. Wenn ihr also Fragen oder Themen zu Star Wars habt, die euch brennend interessieren, dann schreibt sie mir unbedingt in die Kommentare. Aber jetzt bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein.